indem ich den Fehler eingestehe, auch weiterhin, und durch Fleiß und Kompetenz entlang der aktuellen Tagesordnung mit den Menschen in Baden-Württemberg, mit den Kollegen in der Politik, mit der Arbeitswelt und der Wirtschaft den Tabellenplatz ganz vorne halte. Wir müssen hier spätestens morgen Nachmittag zu einem guten Ergebnis kommen. Die Chance, die wir haben, kommt nie wieder. Also nutzen wir sie genau. Wir sind davon überzeugt, dass der Einzelne mit seiner Freiheit, seiner Kreativität, seiner Kraft die bessere Antwort auf die Herausforderungen der Welt ist. Und das unterscheidet uns jeden Tag mehr von den Sozialdemokraten und ihrem Glauben, zurück in eine staatliche Organisation zu kommen. Es ist jetzt die Stunde des Parlaments. Wir werden das, was wir an Inhalten im Wahlkampf vertreten haben, mit Anträgen im Parlament einbringen und uns für unsere Anträge im Parlament dann Mehrheiten suchen. Es ist nicht falsch zu überlegen, wie man möglichst auch im Vorfeld Anschläge verhindern kann. Aber ich sage, es ist falsch, wenn man eine super neue Behörde schafft, die eine Kompetenz hat, heimlich zu beobachten. Es hat hier Kommunikationsabstimmungsprobleme gegeben, das ist wohl wahr. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Dalai Lama eine moralische und religiöse Autorität ist. Ich glaube, dass diese Kampagne, die ja auch eine Wirtschaftskampagne ist, aus wirtschaftlichen Interessen am Schluss nicht funktionieren wird. Jedenfalls werden wir uns auch auf der Straße wiedersehen, wenn die auf die Idee kommen, den Atomkonsens, den die Atomwirtschaft ja mitgeschlossen hat, jetzt aufzukündigen. Und ansonsten sage ich ganz klar, Frau Ypsilanti muss schlicht erklären, ob sie Juniorpartnerin bei Herrn Koch sein will oder wirklich für einen Politikwechsel stehen. Das ist nicht eine Frage, die sich an die Linke stellt. Wir wollen erstmal dort rein. Es gab Zeiten, vor allem in den letzten Phasen von Helmut Kohl, da hatte sich die Partei eher zu einem geistigen Sultanat entwickelt und die Dinge wurden geregelt bei Ort und dem Mufti. Aber die weit überwiegende Mehrzahl erkennt, mit ihm ist kein Staat zu machen, er hat das Land nicht vorangeführt, er stand für Bildungsabbau im Saarland, für hohe Arbeitslosigkeit und deshalb mögen sie ihn nicht und deshalb freue ich mich auf den Wahlkampf. Ich bin übrigens hochdankbar, dass wir heute den Euro haben. Stellen Sie sich mal kurz vor, wir hätten den Euro heute nicht. Wir hätten wahrscheinlich nicht nur eine Finanzkrise, sondern eine handfeste Staatskrise verschiedener Volkswirtschaften in der Europäischen Union, gegen die jetzt spekuliert werden könnte. Das haben wir Gott sei Dank nicht. Wir haben hier in München 4 Großkrankenhäuser mit enormen Steigerungen der Produktivität in den vergangenen Jahren und sie sind immer noch zuschussbedürftig, wenn auch in geringerem Ausmaß. Die Große Koalition hat verloren, Roland Koch hat verloren, in Hessen hat die CDU verloren, in Niedersachsen haben CDU und SPD gemeinsam verloren. Das geht gar nicht, uns zu reiben, denn wer das probiert, der reibt an Bayern herum und der Freistaat Bayern lässt sich nicht zerreiben. Nicht umsonst steht der Freistaat Bayern in eigentlich jeder Hinsicht im allergrößten Ansehen innerhalb Deutschlands. Und in der Zeit würde Pflegegeld gezahlt. Das heißt, wenn sich ein Angehöriger kümmert und die Menschen sagen, wir wollen Pflegegeld haben, dann würde in einem schweren Pflegefall bis zu 700 Euro auch heute schon gezahlt und dort wäre dann auch Geld vorhanden. Ich möchte, dass wir wieder auch das einbringen in unsere CSU, was wir spüren. Und zwar ohne Angst. Und ich wurde so oft gefragt, wie können Sie diesen Mut haben?